Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich habe mir so überlegt, ich mache mal so eine kleine, hoffentlich lovely Story. Wir schauen jetzt mal auf ihn, beziehungsweise auf sie, was hier so los ist. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Was ist Losi bei deinem König bzw. bei deiner Königin? Was hat er oder sie hier für eine Message für dich, die ich dir heute als allererstes sehr gerne übermitteln möchte. Als allererstes schaue ich mal, dass das Licht vielleicht doch ein bisschen anders ist. Okay, also meine Lieben, als allererstes eine Message von deinem König bzw. von deiner Königin. Hier sagt jemand, unsere Liebe ist immer da, trotz der Entfernung. Ich habe meinen Stolz unserer Verbindung in die Quere kommen lassen. Ich fühle mich unklar darüber, wo wir stehen. Und hier will er dir sagen, ich habe nicht, wir haben noch Dinge zu klären und zu besprechen. Und unterm Kartendeck sagt er bzw. sie, ich habe nicht gehandelt oder ich habe nicht so gehandelt, wie ich das sollte. Also was ich hier wahrnehme, ist als allererstes, so wie es die Karten natürlich schon sagen. Ne? Hier wird jemandem klar, dass man hier irgendwie nicht so gehandelt hat, wie man das hätte in deine Richtung tun sollen. Vielleicht hat man dich auch unfair behandelt. Vielleicht hat man, ja, vielleicht war man hier wirklich einfach unfair in deine Richtung. Ne? Und das wird hier jemandem jetzt klar, dass man das hätte irgendwie mit dir anders regeln sollen. Und er sagt aber auch, unsere Liebe ist immer da, trotz der Entfernung, trotz, dass ihr jetzt vielleicht hier keinen Kontakt miteinander habt. Aber hier haben wir eben auch das Ego, wo ihm halt klar wird, scheiße, ich habe meinen Stolz unserer Verbindung in die Quere kommen lassen. Und deswegen hat man wahrscheinlich nicht so gehandelt, wie man dir gegenüber hätte wirklich handeln sollen. Ja, und jetzt ist es so, dass jemand so ein bisschen confused ist, dass man irgendwie, dass er hier gar nicht mehr weiß, wo ihr hier überhaupt steht, wo der Hase hier überhaupt hinhoppeln soll. Und da denkt er jetzt daran, wirklich die Dinge mit dir zu klären und vielleicht auch hier wirklich mit dir besprechen zu wollen. Ja? Also hier kommt scheinbar eine Entschuldigung. Man hat sich nicht so benommen, wie man... Irgendwas hat man getan, mein Engel, was man jetzt scheinbar schwer bereut. Und wo man plötzlich gar nicht mehr weiß, was man jetzt hier machen soll, außer vielleicht noch wirklich auf dich zukommen. Ne? I wish I could turn back time. Okay. Hier wünscht man sich, dass man die Zeit nochmal zurückdrehen könnte und das scheinbar vielleicht alles hätte nochmal, ja, hier bereut jemand etwas. I wish I could turn back time. Kommt mir hier rein. Na, 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 na. Oh. Ja, also hier ist eine große Reue. Ne? Nothing in my life is the same without you. Oh Gott. Also hier wird jemandem immer mehr klar, nichts in meinem Leben ist dasselbe ohne, meine Englisch, aber so auf dem Art, ne? An sich schon richtig gedeutet. Also nichts in meinem Leben ist mehr dasselbe ohne dich. Das ist ihm oder ihr hier auf jeden Fall klar. Hier hat jemand Scheiße gebaut, also weil das Ego scheinbar hier dazwischen stand und
Man weiß einfach, egal wie viel Zeit vergeht, egal wie viel Distanz hier irgendwo ist, aber die Liebe ist auf jeden Fall immer da. Aber man weiß eben einfach auch, ja, dass der Stolz eurer Verbindung in die Quere gekommen ist. Man weiß, dass man jetzt nichts mehr weiß, außer eben, dass man die Dinge klären und besprechen möchte. Und dass man halt auch weiß, ne, nichts in seinem Leben ist mehr dasselbe ohne dich. Und man wünschte sich, man könnte die Zeit hier zurückdrehen. Die wollte förmlich gleich raus, die Karte. I'm pretending that everything okay. Ja, hier weiß jemand einfach, dass, ne, nochmal zurück zu diesem Scheiße bauen oder auch aktuell, dass man einfach so tut, als wäre alles okay, aber im Hintergrund geht ja eine ganze Menge hier bei ihm bzw. bei ihr ab. Ja? Eine ganze Menge und scheinbar sagt man dir das nicht, vielleicht auch wirklich des Egos. Ne? My past still haunts me, please be bla bla bla. Also hier sagt er, meine Vergangenheit jagt mich immer noch. Bitte habe Geduld mit mir. Das ist, also hier hat jemand wirklich hart mit sich selbst zu kämpfen. Aber hart vor allem mit seinen Ego-Strukturen zu kämpfen. Aber irgendwie kann man hier nicht ohne dich. Man weiß, man macht sich Gedanken, dass man hier vielleicht auch in der Vergangenheit schon irgendwie immer wieder die gleichen Muster fährt, vielleicht auch. Aber irgendwie, seitdem du hier nicht mehr in seinem Leben bist, oder das wäre hier unerträglich, wenn du hier nicht mehr in seinem Leben bist. Auch wenn man so tut, immer wieder, als wäre doch alles okay. Ist doch gar nichts, was hast du nur? Aber unterm Strich weiß man, dass das der eigene Stolz war. Warum hier eine Situation zwischen euch scheinbar gerade in No Contact ist, ne? Aber hier weiß man auch, unsere Liebe ist immer da, trotz der Entfernung. Also das ist eine Sache, die bei ihm hier auch nicht vergeht. Also für ihn, für sie ist es klar, dass es auch irgendwo hier Liebe ist. Ja. Wir haben Emotions are running high. Und dann haben wir auch den Supermoon. Passt auch zu unserer Mondfinsternis, zum Vollmond, Neumond. Ja, die Emotionen. Die kochen hier ganz schön hoch. Und das ist bei ihm gerade so. Und das merkt man hier auch, ne? Also hier kommt man mächtig ins Straucheln. Naja, hier wird jemandem klar, Mist, wie habe ich dich hier überhaupt behandelt? Wieder mal mein eigener Stolz, wieder mal mein Ego. Nichts in meinem Leben ist mehr dasselbe ohne dich. Das wird hier jemanden auch immer klarer. Hier wird jemanden klar, Mensch, irgendwas jagt mich, sei geduldig mit mir. Aber ich weiß auch, dass ich oft so getan habe, als wäre alles doch in reinster Ordnung. Bei ihm laufen die Emotionen hier gerade, die kochen hoch. Die kochen hoch. Ja. Er hofft hier, was diese Situation betrifft, dass du ihm hier nochmal irgendwie vertrauen kannst und ihm oder ihr hier wirklich Geduld geben könntest. In dem ganzen Szenario, auch wenn man hier aus dem Ego gehandelt hat, hofft man hier irgendwie nochmal, dass das hier nochmal in eine vertrauensvolle Richtung gehen kann, weil ihm klar wird, die Chemie stimmt einfach und man kommt auch nicht mehr von dir los, ne? Das sind hier zu viele. Ich hätte gerne mal eine klare Message, was diesen Typen hier betrifft. Ja, der macht sich Sorgen. Der macht sich hier gerade mega Sorgen, was eure Verbindung betrifft. Ja, die Emotionen, die
kochen hier hoch bei ihm gerade. Wie gesagt, ich nehme so wahr, dass bei euch hier gerade vielleicht eher weniger Kontakt ist. Deswegen kommt hier jemand gerade total in die Reflexion, wie man dich behandelt hat. Ja? Und die 9, die steht auch für die Zahl der Initiation und der Sammlung vor dem Schritt ins Neue. Also der sammelt sich hier gerade mega, macht sich Sorgen, die Emotionen kochen hoch, wahrscheinlich, weil man hier wirklich gerade ohne dich ist, weil man vielleicht auch weiß, man hat dein Vertrauen vielleicht auch missbraucht, sonst würde man dich nicht darum hier bitten, ihm oder ihr hier noch mal eine Chance zu geben, mit ihm oder ihr hier noch mal geduldig zu sein. Und man versucht auch diese Sorgen, die man sich hier um dich macht, wirklich auch irgendwo gemeinsam vielleicht auch lösen zu können und loslassen zu können. Und dass man das alles hier auf eine höhere Schwingung bringen kann, diese Verbindung zu dir. Also wir haben die Sammlung vor den Schritt ins Neue. Also hier hat jemand etwas scheinbar Neues mit dir vor. Und da möchte ich mal drauf schauen, was denn er oder sie vielleicht Neues mit dir vorhaben könnte. Neue Schritte, die jemanden hier klar werden könnten, die mit dir zu tun haben. Welche neuen Schritte für meine lieben Zuschauer? Für meine lieben Abonnenten, wir haben den Träumer tatsächlich. Also er will und hofft, dass du ihm hier nochmal einen Vertrauensvorschuss geben könntest. Vertrauen, Vertrauensvorschuss. Er hofft oder möchte jetzt deine Träume wahr werden lassen. Das heißt, wir haben hier wieder geduldig sein, zuverlässig. Also das heißt, hier will jemand dir gegenüber viel zuverlässiger werden, auch dir gegenüber irgendwo geduldiger sein, ja, und dir auf jeden Fall noch mal eine Nachricht senden und vielleicht hier Träume, die du mit ihm hier geträumt hast, in Erfüllung gehen zu lassen. Wir haben unerwartete Möglichkeiten, die er gerade versucht, in die Realität zu bringen, scheinbar zusammen mit dir. Also das grenzt hier schon bisher an ein Wunder, woran du vielleicht nicht mehr geglaubt hättest. Also das heißt, um diese Sorgen umzulenken, hofft man, dass du ihm oder ihr noch mal einen Vertrauensvorschuss geben kannst, dass man hier vielleicht noch mal die Möglichkeit bekommt, wovon du hier immer geträumt hast, die Vorstellungen, die Verhaltensweisen, die du dir vorgestellt hast, dass man dir das ermöglichen kann. Also das heißt, jemand könnte versuchen, jetzt irgendwo dein Held sein zu wollen. Guck mal, jetzt guckt euch das an. Wir haben hier den Seelenpartner, der ist die ganze Zeit hier bei dir. Ne? Die Emotionen kochen hoch, das geht gar nicht anders hier. Man merkt auch, dass es Liebe ist, dass es nicht irgendwie Larifari ist. Und man sagt dir das aktuell einfach nicht. Ne? Das sagt man dir nicht. Also es ist auf jeden Fall dein Seelenpartner. Da sind Gefühle im Spiel und jemand verehrt dich hier heimlich. Und ich habe das Gefühl, dass das hier auch immer mehr ans Tageslicht kommen wird. Ja, dass er oder sie das hier immer mehr kommunizieren will mit dir. Wie gesagt, also es ist ja auch so. Hier sagt er ja auch, ne, ich habe nicht gehandelt, so wie ich sollte, aber wir haben noch Dinge zu klären und zu besprechen. Und dann kann es wirklich sein, dass hier jemand sagt, ich verehre dich, ja. Also du bist für ihn auf jeden Fall die Traumfrau schlechthin. Ich habe dich auch hier wieder dabei, wo er daran denkt, mit dir in ein Gespräch wirklich zu gehen, so wie ich es eben erwähnt habe. Und das Ganze wirklich in Veränderung bringen zu können mit dir nochmal. Wow, Ehre und Erfolg. Also,
Er hat dir ja wirklich ein bisschen was zu sagen, mein Engel. Also, du bist hier für ihn das reiche Mädchen, also die ganz tolle, also eine ganz tolle Frau. Auch für meine lieben Männer, dann seid ihr der reiche Junge, also ein ganz toller Mann. Gespräche sollen Veränderungen bringen, die wirklich ehrenvoll sind, die dich ehren, die dir irgendwie dich vielleicht auch auf einen Podest stellen, also dir ein Gefühl gibt von, ach, ich kriege das so rein, wie es ist, nicht deine Schuld, es ist meine Schuld. Ehre und Erfolg. Ja, also wirklich mit dem unverhofften Geld, es könnte unverhofft kommen, aber wir haben eben die Wertschätzung, du wirst jetzt die Wertschätzung erhalten, die du verdient hast, mein Schatz. Mal bitte noch mal auf die Wertschätzung. Also du stehst hier auch als Bestätigung drin mit dem Gespräch, mit der Veränderung, mit der Ehre und den Erfolg. Guck mal, als ob das reiche Mädchen, seht ihr das, das Krönchen aufgesetzt bekommt hier, ne? Als ob es irgendwie, als ob du seine Königin bist, ja? Oder als ob du ihr persönlicher König bist. Und das unverhofft. Ja, also hier möchte man, also hier stellt sich die Frage nicht. Man will mit dir von null anfangen und hofft, du gibst ihm oder ihr hier noch mal eine Chance für ein Gespräch. Das ist das, was ich hier heute sagen kann über deinen König bzw. über deine Königin. Ja, also Entschuldigung, Gespräche und Neuanfang. Ja, und hier hat das ist auch eine spielerische Karte. Ne? Wir haben hier Spielen, hab Spaß, feiere, sei nicht zu ernst. Also ich kann dir wirklich sagen, egal wie scheiße es dir jetzt geht, du hast jetzt die Antwort, was er oder sie vorhat. Also es heißt, lehn dich zurück. Du hast allen Grund, Spaß zu haben hier im Leben. Und du brauchst hier gar nicht ernst zu sein. Ich habe unterm Kartendeck habe ich noch die Seelenfamilie, ruf deinen Stamm herbei, du musst das nicht allein tun. Ich habe hier den Seelenpartner, mein Engel. Guck dir die schöne Karte mal an, in der Hoffnung, dass ihr das sehen könnt durch das Licht. Das ist dein Seelenpartner hier, verehrt dich heimlich. Die Wahrheit ist aber, dass man dich liebt und dass man hier irgendwie nur so tut, als ob. Weiter sehe ich hier, sag ja, sag einfach ja. So, meine Lieben, ich würde das jetzt so stehen lassen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.